Servus Jungs, die Bubble hier, hier in Köln auf dem CCG Tournament. Hi. Hier haben wir einen Deathbot-Spieler, er hat sich getraut, das Deck auszupacken. Er zeigt uns einmal sein Deck, wie er es gespielt hat. Ja. Wollen wir alle danach fragen und du? Ich habe einfach keine Zeit dafür, tut mir leid, Jungs, ja, aber wir suchen mal Ersatz für euch. Ja. Net-Deck. Und wir spielen den dann noch bei dir. Ja. CCG, Playmat. Okay, also von den Deathbots. It's nice, right? Von den Deathbots spiele ich einmal ihn, 007. Mit ihm und dem Tuner. Mit ihm und dem Tuner macht man halt einfach Ignista oder Achter Synchro. Den Achter spiele ich überhaupt nicht, weil ich spiele viel auf Synchro und der bringt mir nichts, weil es kein Twitch kannst du nicht mit dem machen. Und der lohnt sich einfach nicht, weil er auch als Scale keinen Effekt hat. Dann von dem 6er spiele ich dreimal, mit 5er dreimal. Das sind die einzig guten Scales, weil die Effekte haben, wenn sie in der Scale zerstört werden. Ja. Der dreht den Death, glaube ich. Genau, er hat ein bisschen switcht die Position von einem Monster und er schießt den Background. Und manchmal auch eigene, wenn du dein eigenes Scales schießt, genau. Auch kannst du die Effekte dann nicht aktivieren. Und mit dem kannst du halt auch auf Infinity gehen. Dann hier die zwei besten. Er specialt ihn immer. Und er macht halt unendlich plus mit ihm. Ja, eigentlich geht es eigentlich nur um ihn, weil du brauchst den. Wenn der nicht durchkommt, wird es schwer. Also man braucht ihn wirklich. Deswegen. Dann am besten immer auf ihn Strike machen wahrscheinlich, oder? Genau, auf ihn Strike oder auf. Oder wer auf ihn. Ja, also die beiden sind am gefährlichsten. Die anderen sind okay, aber ja. Dreimal den Zweier, er ist halt nur, er gibt einen Search. Aber nur wenn er gespecialt wird. Deswegen, wenn du ihn auf der Hand hast, ist es nicht so gut, es sei denn, du kannst pendeln. Oder mit Maschinenduplizierung ist ja okay. Kriegst halt zwei Searches. Spiel ich einmal den Tuner. Einer reicht, den willst du nicht auf der Hand haben. Du willst ihn halt mit, entweder mit ihm in den Friedhof schicken und dann specialen. Und dann reicht auch einer für die Synchro-Plays, weil ich noch einen Birdman spiele. Der Birdman ist halt mega gut, weil du kannst ihn zurück auf die Hand holen und nächste Runde wieder Normal sammeln und wieder Special. Er macht Ignista mit 005 zusammen. Mhm. Und ja, und für Trish ist er auch ziemlich gut. Das kriegt man ziemlich gut, easy mit ihm raus, weil er Level 3 ist und er ist halt nur Level 1. Deswegen. Dann spielt Handtraps, 2x C, 2 Wähler. Und Handtraps ist das Deck schwer gegen das Meta. Handtraps sind wichtig. Wie kamen die heute? Die kamen ziemlich gut. Max C halt, ich habe zweimal gegen die A gespielt, aber Max C natürlich ziemlich gut. Wähler war okay, ich habe nur einmal gegen Monarchen gespielt, hatte ich den Wähler gehabt, es war gut auf den Lichtbasal. Ja, weitere Handtraps habe ich dreimal Menko. Menko ist halt wichtig, damit man nicht den OTK bekommt. Und er ist ein Level 4er Maschine und du kannst Maschinenduplizierung auf ihn aktivieren. Wenn du zum Beispiel überhaupt keine Plays hast und du hast Maschinenduplizierung und ihn, gehst du auf Triggerriese. Dann suchst du dir einfach einen von den beiden und dann geht's wieder rund. Den brauchst du. Eigentlich, vorher habe ich ihn nicht gespielt, aber er ist, seitdem ich dann die Menkus drin habe, braucht man den schon. Dann habe ich zwei Tags. Einmal Cyber Dragon und einmal Riesenratte. Schlechte Karte, aber du brauchst unbedingt einen von den beiden, manchmal auch ihn, damit du was searchen kannst. Und deswegen spiele ich ihn, ich hatte noch einen Platz frei, ich habe ihn reingeholt. Cyber Dragon verbessert das Cosmo Matchup ein bisschen. Cosmo Matchup ist ziemlich hart. Deswegen ein. Und man kann leichter in Infinity gehen mit ihm. Weil meist, du kannst mit ihm nur zwei und mit unterschiedlichen Namen, du kannst nicht zweimal null machen. Ja. Special. Deswegen ist es ziemlich gut, wenn man noch eine 5er Maschine hat. Okay, das war's mit dem Monster. Do you like the deck? Okay, Zauberkarten, dreimal Upstart, 4 Konstanz, dreimal Maschinenduplizierung ist wichtig. Ja, Maschinenduplizierung auf 003 ist meistens OTK, wenn der Gegner keine Antwort drauf hat. Maschinenduplizierung auf 002 gibt dir halt genug Searches, dann suchst du dir alles, was du brauchst, entweder Scales oder 004, 003. Not even OTK. What? Not even OTK. Who cares?
dreimal Twin Twister, wichtige Karte. Da gibt es eine Combo, die habe ich gestern oft machen müssen, weil ich einfach überhaupt nicht, ich hatte einfach keine gute Hand. Ja. Dann hatte ich nur eine von der und der. Der ist da nutzlos und eines Gelb ist auch nutzlos, wenn man nicht pendeln kann. Wenn du die drei Karten hast, kannst du dir einfach im Dreier searchen. Du setzt die in das Gelb, aktivierst Twin Twister, discardest den 002, schießt dein eigenes Gelb. Wenn er zerstört wird, special der ihn und er searcht dann 003 und dann kannst du wieder ins Spiel kommen. Also, Twin Twister sind wichtig, vor allem weil das Deck gegen Solemn Notice, Solemn Warning, musste ich ganz oft einfach blind Twin Twister machen, weil ich einfach nicht riskieren kann, dass die, dass die Effekte nicht durchkommen. Dann eine Raigeki, ist nicht notwendig, weil man will eigentlich mit dem Vierer mindestens ein Monster dann zerstören, aber manchmal braucht man den Raigeki einfach. Dann habe ich ein Wavering Eyes gemaint, einfach weil die 005 und 006 ihre Effekte bekommen. Ja, dann habe ich noch zwei im Side, falls ich dann gegen Pendel spiele und falls nicht, kann man die halt eine raushalten. Nur zwei Fallen, Warning und Scolding, sind einfach so ziemlich die besten Fallen. Ja, es gibt auch eine Variante mit Despot, wo man viel mehr Fallen spielt, aber die ist mir zu langsam. Und ich will immer Second gehen, deswegen auch die Handtraps, weil die sechste Karte ist einfach zu wichtig in so einem Deck. Da will man einfach, ja, wenn man nur fünf Karten hat und mit fünf Karten wird es schwer, wenn man alles klar. Noch schnell extra und Zeit, ich habe nicht mehr so viel Speicher. Okay. Rang 2 ist ganz okay. Bounce ein Monster. Dweller ist einfach im aktuellen Meta gut wegen Monarchen und PA und so weiter. Den habe ich schon erwähnt. Dann Cyber Dragon, weil man 005 und ja, den Cyber Dragon. Ja, für die Synchros habe ich Tatsunoko, er macht viele Kombos. Kam gestern nicht, weil, ja, kam einfach nicht. Er ist gut gegen Mermail, wenn man den raushaut. Die zwei sind einfach verbessern das Mermail-Matchup. Natura Beast, immer gut, kam gestern sehr oft gegen Monarchen bei der Game einmal. Dann ihr. Der Horus ist mit 001 und 005, kriegt man einmal den Snatch-Steal-Effekt und einmal den Negate-Effekt, also er kam auch gestern ziemlich gut. Hot Ice kam gestern nicht, aber ja, die war gestern Matchwinner, kam ziemlich oft raus. Reicht wieder eine? Einer reicht. Ich spiele alles nur einmal, weil einfach der Platz ist. Du kannst ja theoretisch jede Synchro, die generic ist, und jetzt sieht es auch ganz möglich aus. Dann einmal Scarlight, kam auch einmal gestern für Game. Ja, in Time, weil der Gegner nicht mehr viel Life Points hat und dann einfach die eigenen, man specialt ja selber auch viel. Fisch kam ziemlich oft gestern, aber war meistens sowieso schon Game. Er hier ist für die Kombos da, schießt eigenes Geld und specialt oder zerstört eine Karte vom Gegner. Ziemlich gut, ist nicht notwendig, aber ich spiele die beiden einfach, damit ich mehr Optionen habe, mehr Kombos machen kann. Und dann einmal der Fortress, weil ja, ich meine den Cyberdrachen und dann verbessert der mein Kosmos. So, Side Deck, einmal Monarchen Hate. Jo. BA, Mermail, dann hier auch nochmal BA, Phantom Knights, alles was viele Fallen spielt. Habe ich nicht so viele, also ich habe sie zweimal reingesigned, aber nicht gesehen. Dann eine Iron Ball, weil ich noch einen Platz frei hatte und sie ist gut gegen Monarchen und alles was banished. Die ist notwendig, wenn man gegen Dracopult spielt, die sind einfach zu stark. Man blockiert sich zwar ein bisschen selber wegen den eigenen Scales, aber ich spiele weniger auf Scales. Ich habe ja nur den 5er und den 6er und einen 7er drin. Aber meistens will ich die nicht in die Scales legen. Das ist nur, wenn es wirklich notwendig ist. Dann die beiden Wavering Eyes für das Dracopult Matchup oder alles, was ja, pendelt. Und zwei Kaijus. Nochmal gegen Cosmo ziemlich gut und ja, wenn man gegen Super Quantum, was nicht, habe ich nicht gegen gespielt, aber wäre auch gut gegen den Cosmo. Alles klar. Cool. Spaß. Vielen Dank. Ja. Was hältst du von Despot? Bestes Deck. Wirst du es beim nächsten Event wieder spielen? Ich denke schon. Alles klar. Macht doch irgendwas ja, an, oder? Es ist auf jeden Fall billig. Man kriegt das Main Deck für einen 5er. Alles Commons. Okay. Kann man sich gönnen. So, sehr geil. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, Tati hier, dass er mal das was spielt, sich ein kleines Deck zusammenbaut. Ja. Mein Team Barbecue komplett. Mein Team CCG und ja, meine Mom.
Euer, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.